So, also einige Verspätungen, diversen Schwierigkeiten geht es nun endlich los mit dem Vortrag. Der Vortrag ist über echte Zufallszahlengeneratoren und Zufallszahlengeneratoren in Hardware, die sich ja deutlich unterscheiden von den Zufallszahlengeneratoren, die in Software realisiert sind, also nur kurze Codeschnipsel sind. So, kurz ein Überblick über den Vortrag. Das ist ein Inhaltsverzeichnis. Erstmal gibt es eine kurze Einführung über die Zufallszahlengeneratoren, über echte Zufallszahlengeneratoren insbesondere. Dann zur Theorie, wie man Zufallszahlengeneratoren Hardware realisieren kann. Dann die Praxis, wie man solche Geräte wirklich bauen kann, wie man sie realisieren kann. Und dann zum Schluss halt noch links. Sogar ein Experimentalzirkus, wie die Physiker sagen, also halt Vorführung von Zufallszahlengeneratoren. Gut, dann kommen wir mal gleich zur Einführung. Also man unterscheidet prinzipiell zwei Arten von Zufallszahlengeneratoren. Aber die Pseudo-Zufallszahlengeneratoren, die einen endlichen Zyklus haben und eine wiederkehrende Zahlenfolge erzeugen, die sind deterministisch, die geben immer dasselbe aus. Und die sind in Software sehr leicht realisierbar. So beispielsweise, die haben sich die Form x gleich a mal x plus b. Die sind auch sehr schnell. Die zweite Sorte von Zufallszahlengeneratoren, das sind halt die echten Zufallszahlengeneratoren, weil die halt echt zufällige Zahlen erzeugen. Also Zahlen, die nicht mit einer Periode erzeugt werden und auch nicht bestimmbar sind, die also nicht deterministisch sind. Dazwischen gibt es noch Mischformen, beispielsweise ein Pseudo-Zufallszahlengenerator, wie so ein Modulo-Generator, der mit einer echt zufälligen Zahl initialisiert wird, wie beispielsweise aktuellen Systemzahl oder einer anderen mehr oder minder zufälligen Zahl, jedenfalls einer Zahl, die nicht vorherbestimmbar ist oder zumindest nicht vollständig vorherbestimmbar ist. Nun muss man erstmal fragen, braucht man das Ganze überhaupt? Und es gibt also verschiedene Gründe, warum man überhaupt echte Zufallszahlengeneratoren braucht. Also prinzipiell braucht man sie, um beispielsweise Kryptographie überhaupt sicher zu machen. Denn wenn alle Schlüssel, die kryptografisch verwendet werden, bestimmbar wären, dann wäre letztlich auch jeder Code knackbar, weil man den Code, den Schlüssel bestimmen könnte. Man braucht also eine gewisse Mindestentropie, wie man so sagt, also eine nicht determinierte, ein gewisses Mindestmaß an nicht deterministischen Verhalten, damit man dann überhaupt sicher Kryptographie betreiben kann. Denn wenn jeder einen geheimen Schlüssel erraten kann, dann ist auch das beste Kryptographieverfahren nichts. Ja, neben dieser Entropie ist noch ein weiterer und wichtiger Aspekt die Qualität von Zufallszahlengeneratoren. Ich möchte ja nicht nur, dass ein Zufallszahlengenerator eine schwer zu erratende Zahl erzeugt, also eine, oder genauer gesagt, eine nicht berechenbare Zahl erzeugt, sondern sie soll noch möglichst einige Anforderungen erfüllen, beispielsweise gleich verteilt sein. Man möchte ja zum Beispiel von einem Würfel, der die Zahlen 1 bis 6 würfelt, nicht, dass er zu 90% nur die 6 als Ergebnis liefert. Denn es gibt eben einige Eigenschaften und Zufallszahlengeneratoren, die dann in Simulationen aussehen wie ein physikalischer Effekt, den man herausgerechnet hat, aber man stellt halt zu 90% aller Fälle fest, indem man so etwas findet, dass es einfach nur ein Artefakt des Zufallszahlengenerators. Deshalb muss eben bei Zufallszahlengeneratoren in Software häufig ein Kompromiss gewählt werden zwischen der Qualität und der Geschwindigkeit. Gut, dann kommen wir mal gleich zur Theorie. Denn ein generelles Problem von Zufallszahlengeneratoren ist, von physikalischen Zufallszahlengeneratoren, ist, dass sie halt zwar ein zufälliges Ausgangssignal haben, das man auch in Zufallszahlen umsetzen kann, dass die aber nicht perfekt sind. Das heißt zum Beispiel, dass viel häufiger 1 Bits als 0 Bits herauskommen aus dem Gerät. Also beispielsweise keine Gleichverteilung der Bits vorliegt. Nun, mathematisch drückt man das aus mit der Entropie. Wenn man jetzt nur die Bits betrachtet, damit
berechnet man einfach nur die Entropie. Und das ist eben hier bei dieser Formel zu sehen. Das ist also die Entropie einer Zufallsbitfolge. Nun, wenn man jetzt die Modulo-2-Summe von zwei Zufallsbits bildet und nachrechnet, ob sich denn die Entropie verändert hat, also die Entropie dieser Ausgangsbitfolge, dann kommt man halt auf diese Formel. Und wenn man das ausrechnet, dann ergibt sich, dass dieser Ausdruck größer 0 ist, dass also die Entropie zunimmt. Das nochmal auf der nächsten Seite zu sehen, grafisch aufgetragen. Da sieht man eben, dass das Maximum bei ungefähr 0,2 liegt. Also, dass dieser Entropiezuwachs erstmal sehr steil losgeht. Und bei Zufallsbitfolgen, die schon perfekt gleich verteilt sind, die also schon perfekt zufällig sind, wo man nichts mehr nachbearbeiten kann in dem Sinne, da gibt es eben das Minimum bei 0. Ja, das gilt jetzt also für zwei Zufallsbitfolgen, die man also exklusiv verodert. Dabei ist es natürlich so, dass natürlich aus zwei Eingangsbitfolgen eine Ausgangsbitfolge wird und aus zwei Eingangsbits ein Ausgangsbit wird. Das heißt, man hat also bezüglich der Anzahl der Bits einen Verlust, aber bezüglich der Qualität der Ausgangsbits einen Qualitätsgewinn. Ja, durch rekursive Anwendung ergibt sich natürlich daraus, dass dasselbe natürlich auch für mehr als nur zwei Zufallsbitfolgen gilt. Und ja, ein kurzes Beispiel habe ich noch dabei. Und wenn man denn eine Zufallsbitfolge betrachtet, die zu zwei Drittel aus 0 und ein Drittel 1 Bits besteht, also weit weg ist von der Gleichverteilung, die ja bei genau 1/2 und 1/2 wäre, dann erhält man halt, indem man ganz einfach dann ausrechnet, für den Fall, dass diese Zufallsbitfolgen unkorreliert sind, das Ergebnis, dass man der Gleichverteilung sehr viel näher kommt. Und zwar erhält man dann in der Ausgangsbitfolge zu 4/9 Einsen und zu 5/9 Nullen. Das heißt, man hat die Abweichung von der Gleichverteilung um 2/3 reduziert. Ja, ich leite das nochmal später etwas anschaulicher, aber erstmal kommt der etwas allgemeinere Fall, dass man halt n Zufallsbits exklusiv verodert. Denn die Exklusivveroderung ist ja gleich der Modulo-2-Addition oder Paritätserzeugung, wie man es auch nennt, gibt es verschiedenste Namen für. Also anschaulich bedeutet eigentlich diese Modulo-2-Addition oder Modulo-2-Summe, dass man letztlich die Summe dieser Bits bildet und dann nur das least significant Bit nimmt. Das heißt, man bekommt eine n-Bit-Zahl heraus als Summe und guckt sich einfach nur das allerletzte Bit an. Ja, und wenn man halt den allgemeinen Fall von n-Zufallsbits betrachtet, dann kann man halt für n groß, also n ungefähr 10, dann schon den zentralen Grenzwertsatz anwenden. Und dieser zentrale Grenzwertsatz, der hat ja als Voraussetzung nur, dass kein einzelner Summand die Summe dominiert und dass halt die Eingangsgrößen echt zufällig sind. Was sich natürlich gleich zeigen lässt bei Zufallsbitfolgen, dort hat natürlich jede Summand einen Beitrag von maximal einem Bit. Das heißt, die Lindebergsche Bedingung für den zentralen Grenzwertsatz ist dort erfüllt. Und zwar automatisch erfüllt. Ja, man kann natürlich jetzt einmal zwei Fälle betrachten. Und zwar einmal den Best Case und den Worst Case. Das wäre
Best Case war der Fall, dass das Maximum dieser Normalverteilung, die man ja jetzt nach dem aufgrund dieser Summation diese echt zufälligen Bits erhält, einmal genau zwischen zwei natürlichen Zahlen liegt, dann ist es so, dass die rechte Seite und die linke Seite komplementär bei geraden und ungeraden Zahlen liegen. Das heißt, man erhält ja eine Glockenkurve und jeder zweite Punkt dieser Glockenkurve liegt ja bei einer geraden und einer ungeraden Zahl. Sodass man dann letztlich sich ausrechnet, wenn man denn wissen möchte, wie wahrscheinlich ist denn jetzt, dass eine 0 ausgegeben wird oder dass eine 1 ausgegeben wird, dann ist es im Best Case so, dass diese Glockenkurve genau symmetrisch die gleiche Wahrscheinlichkeiten für 0 und 1 ausgibt. Und zwar für jeden Punkt, der gleich weit weg ist vom Maximum. Es muss also der Worst Case betrachtet werden. Und in dem liegt das Maximum genau bei einer natürlichen Zahl. Und die Abweichung von der Gleichverteilung, ich habe es mal geschrieben als P0 minus P1, Betrag für den Worst Case. Und da ergibt sich dann halt dieser Ausdruck, wenn man das ausrechnet. Ja. Das ist ja nicht nur interessant für den Grenzfall n gegen unendlich, sondern auch für endliche n und nicht nur für n gleich 2er Potenz. Nun, das einzige Problem, was man da hat, ist halt, dass man für die Standardabweichung noch einen Wert einsetzen muss. Aber dafür gibt es ja diese sogenannte Ars Conjectandi, die Regel, dass ganz einfach Wurzel n einzusetzen ist. So, diese Regel ist zumindest gültig für große Zahlen. Ja, wenn man das macht, dann kann man den Ausdruck entsprechend vereinfachen. Numerisch lösen kann man ihn leider nicht ganz. Aber ein Computeralgebra-System wie Maple verrät einem dann, dass dieser Ausdruck gleich 0 ist, im Grenzfall n gegen unendlich. Und wenn man das Ganze plottet, dann sieht man auch, dass halt diese Abweichung von der Gleichverteilung, also die Abweichung von der Gleichverteilung, das ist hier die Y-Achse, dass die halt kleiner wird mit steigendem n. Und zwar geht das wurzelförmig. Das heißt, wenn man halt eine vierfache Anzahl von Eingangsbits nimmt und die exklusiv verodert, dann wird halt die Abweichung von der Gleichverteilung von dem least significant Bit nur um Faktor 2 kleiner. Ja, der zentrale Grenzwert hat auch den anderen Vorteil, dass er halt eben auch noch aussagt, dass diese Eingangsbits nicht statistisch unabhängig sein müssen, sondern dass auch durchaus Korrelationen drin sein dürfen. Entscheidend ist halt bei dem zentralen Grenzwertsatz, dass die halt nicht die gesamte Summe dominieren dürfen. Ja, eine weitere Aussage, die daraus folgt, ist auch, dass man beispielsweise mit Pseudo-Zufallsbits, die uns auch schon Software generiert, dann eben noch gezielt einige Auffälligkeiten dieser physikalisch erzeugten Bits dann noch beseitigen kann. Das heißt, es ist noch eine Nachbearbeitung in Software möglich. Ja, dann kommen wir zur Praxis. Ja, stellt sich natürlich dann die Frage, was bedeutet das für die Praxis? Wie kann man das umsetzen in ein Gerät, das dann auch letztlich Zufallszahlen ausgibt? Nun, das ist im Prinzip recht einfach, denn es reicht schon aus, irgendeinen Oszillator zu nehmen, der frei schwingt, und den abzutasten. Also das Signal dieses Oszillators abzutasten. Zum Beispiel binär abzutasten, hat man gleich Zufallsbits. Denn theoretisch reicht das schon, denn es ist so, dass die Bedingung für einen Zyklus wäre, dass diese Relation erfüllt ist. Ja. Diese hier.
Also das Vielfaches der ersten Frequenz gleich ein Vielfaches der zweiten Frequenz ist. Aber wenn man sich das mal ausrechnet, wie groß denn die Wahrscheinlichkeit wirklich ist, ergibt sich eben, dass sie exakt gleich Null ist. Das heißt, man kann irgendeinen Oszillator nehmen und das Signal abtasten und schon hat man einen Zufallsbitgenerator. In der Praxis zeigt sich aber, dass das Signal von der Qualität her kaum ausreicht. Es sei denn, es genügt einem ein sehr langsamer Zufallsbitgenerator. Also es gibt so etwas in Software, die dann beispielsweise überprüft, wie stark dann eben die Echtzeituhr im PC sich ändert. Also das heißt, es wird letztlich die Frequenz der Echtzeituhr abgefragt und die Frequenz, die ja ständig schwankt, relativ zur Systemuhr, die wird dann halt in Zufallszahlen umgesetzt. Nachteil ist aber, es ist sehr langsam. Das reicht aber auch schon aus, denn es gibt ja Oszillatoren, die sehr starkes Rauschen zeigen, beispielsweise Ringoszillatoren. Und man muss also nur einen entsprechend schnellen Ringoszillator nehmen. Wenn er entsprechend schnell ist, dann hat er auch ein entsprechend starkes Rauschen, also ein starkes Phasenrauschen. Und dieses Rauschen, das reicht dann schon aus, dass man halt etwas in der Größenordnung von Megabit pro Sekunde bekommt. Ja, und zudem, wenn man halt Zufallszahlen nicht pausenlos braucht, kann man so vorgehen, dass man jetzt auch diese Zufallsbits sammelt. Zum Beispiel in einem Ringregister, in einem Schieberegister, wo der außen auf und eingekoppelt ist. Und ganz einfach die Bits immer auf das vorhandene Ergebnis noch weiter aufaddiert. Dann muss ja nicht so vorgehen, dass man halt Zufallszahlen ständig erzeugt mit der Hardware und die dann halt wegwirft, wenn man sie nicht braucht. Sondern man kann natürlich auch so vorgehen, dass man halt letztlich die Zahlen, die man nicht braucht, aufsummiert. Letztlich dann also das Hardware nicht parallel macht, sondern seriell. Ja, dann kommt jetzt der Lötteil, also wie man so ein Gerät aufbauen kann. Ja, digitale Zufallszahlengeneratoren, die sollten natürlich möglichst digital aufgebaut sein. Und das ist auch recht einfach, beispielsweise mit einem Ringoszillator. Man kann beispielsweise einen invertierten Schmidt-Trigger dafür nehmen, bei dem man den Ausgang auf den Eingang lötet. Dann erhält man halt einen Ringoszillator der Länge 1, der mit ca. 100 MHz vor sich hin schwingt und ein starkes Phasenrauschen zeigt, also etwas, was im Bereich von Megahertz liegt, womit man also schon Zufallsbits im Bereich von Megabit pro Sekunde erzeugen kann. Beispielsweise kann man dafür dann halt den 74HCT14 nehmen, der gleich 6 Stück dieser invertierenden Schmidt-Trigger enthält. Ja, diese Zufallsbits nützen einem natürlich so erstmal nichts, weil man die ja letztlich in einem Gerät braucht, das mit einem Takt arbeitet. Dafür muss man die Zufallsbits erstmal einlesen mit einem D-Flip-Flop. Synchron zum Systemtakt halt, zum Bustakt auf dem PCI-Bus oder was man sonst verwendet. Das ist aber auch kein großer Aufwand, das ist auch ein kleiner IC. Also das sind diese kleinen schwarzen Dinger hier, die hier draufstecken. Das ist kein großer Aufwand, die kosten auch nur 10, 20 Cent pro Stück. Ja, nachdem man dann die Bits so eingelesen hat und synchron zum Systemtakt hat, muss man sie einfach nur weiterverarbeiten, damit man auch eine Modul 2 Edition bekommt in Hardware. Und dafür nimmt man ganz einfach zweckmäßigerweise einen Paritätsgenerator. Die gibt es auch fertig, das sind auch solche kleinen Bausteine. Die kosten auch nur 10, 20 Cent und die machen das Ganze auch sogar bis ungefähr 100 MHz. Also auch bis zu relativ hohen Frequenzen. Ja, das wäre dann eigentlich so das, was zum Löten wäre. Also einfach nur 3 Bausteine braucht man dafür letztlich. Ein Ringoszillator,
also ein invertierenden Schmidt-Träger, wo der Eingang auf- und Ausgang gelötet ist. Danach folgend ein D-Flip-Flop, damit das Signal taktsynchron eingelesen wird, und dann letztlich noch ein Paritätsgenerator, der dann letztlich die Modul-2-Addition vornimmt. Das ist eigentlich das alles, was man für einen echten Zufallszahlengenerator braucht. Wobei natürlich dann die Qualität dieser Zufallsbits, die man letztlich dann hinten rausbekommt aus dem Paritätsgenerator, natürlich mit der Anzahl dieser primären Generatoren ansteigt. Also das heißt, je mehr Zufallsbits man reinsteckt, desto höher ist auch die Entropie, die man letztlich herausbekommt. Aber das ist ja auch dann, denke ich mal, logisch klar, dass natürlich man umso mehr Zufallsbits hineinstecken muss, je näher man der Gleichverteilung kommen möchte. Aber praktisch reicht es aus, etwas im Bereich von 10, 20 zu nehmen. Da ist man schon so nah der Gleichverteilung, dass man da mit Tests in Software wie den DIHA-Test nichts mehr findet. Ja, zum Schluss dann nochmal etwas auch zum Testen. Ja, oder, ich hoffe, man kann das lesen. Das, was oben. Ja, warte. Ja, so zum Testen dieser Zufallszahlgeneratoren, was ja sehr wichtig ist, da gibt es einmal verschiedenste Software-Tests, weil das Einfachste ist halt einfach abzuzählen, wie viele Nullen, also wie viele binäre Nullen und wie viele binäre Einsen wurden denn überhaupt ausgegeben von der Hardware. Da kann man sich halt ausrechnen, ob das jetzt nun gleich verteilt ist oder nicht, und zwar auch innerhalb der statistisch zu erwartenden Grenzen. Es gibt auch noch viele andere Tests, wie beispielsweise die DIHA-Tests, die dann noch unter Links erwähnt sind. Es gibt auch noch weitere. Beispielsweise kann man die Hardware direkt auch mit Hardware testen, beispielsweise mit Spektrometern. Ja, man kann sich ausrechnen, wie das Spektrum aussehen sollte von so einem Zufallsbit-Generator. Das habe ich hier mal im Anhang. Das sieht halt so aus. Das ist das kontinuierliche Amplitudenspektrum eines perfekten Zufallsbit-Generators. Also ein Zufallsbit-Generator, der eine Folge von unabhängigen und zu echt zufälligen Bits ausgibt. Das ist ungefähr ein Sinus X durch X Spektrum. Also wenn man das mal misst, sieht das ungefähr so aus. Natürlich stark verrauscht, weil es halt ein Rauschgenerator ist, also elektrotechnisch gesehen. Ja, der Vorteil ist halt, dass diese Generatoren halt über viele Größenordnungen ein konstantes Ausgangssignal haben. Das heißt, dass die spektrale Leistungsdichte dort konstant ist. So. Ja, unter den Links habe ich hier nochmal diese Zufallszahlen-Tests aufgelistet. Und nochmal aufgelistet, Literatur für Gerätetreiber. Wenn man so etwas selbst baut, braucht man auch einen Treiber dafür. Und ja, auch nochmal einige Artikel und auch noch ein paar Schaltpläne für die Leute, die sowas nachbauen wollen. Damit wird der Vortrag dann erstmal so gekürzt beendet. Dann kommt jetzt der sogenannte Experimentalzirkus, wo ich mal so ein Gerät vorführe. Speziell um dieses Gerät geht es hier, ja, Blackbox, wie man sieht. Das ist halt letztlich nur diese Zufallsbit-Generatoren, also wo der halt ein invertierender Schmidt-Träger mit auf dem Eingang geläuteten Ausgang, die direkt eingelesen werden vom Parallelport. Und zwar über das Statusregister. Und dafür muss man nicht viel machen, man muss also einfach nur diesen Port, an dem das Statusregister dranhängt, auslesen und bekommt dann halt angezeigt, was dort für Bits zum Zeitpunkt des Einlesens
Anlagen. Also man sieht es jetzt in der letzten Zeile, direkt über dem Cursor. Da sieht man den Inhalt des Statusregisters. Und da sieht man dann, dass die Zahl, die da über das Statusregister eingelesen wird, sich ständig ändert. Und das sind halt diese Zufallszahlen. Die haben in diesem Fall nur 5 Bit, weil das Statusregister halt nur 5 Bit hat. Ja, man sieht dann auch, wenn man dann diese Zufallsbits auswertet, dass sie nicht allzu gut sind von der Qualität her. Also zum Beispiel die H-Tests, die werden halt nicht bestanden. Aber das sind jetzt auch diese primären Bits direkt von diesen invertierenden Schmidt-Trägern. Da ist natürlich klar, dass sie nachbattet werden müssen, dass sie also halt deutlich weit von der Gleichverteilung entfernt sind. Aber in dem Fall erhält man halt ein halbes Megabyte pro Sekunde und das reicht ja doch für viele Anwendungen völlig aus. Also beispielsweise ISDN-Leitung verschlüsseln oder ähnliches, auch mit One-Time-Pad würde dafür schon völlig reichen. Ja, und als anderes Beispiel habe ich hier nochmal eine Audioausgabe des Zufallszahlengenerators. Also jetzt die Audioausgabe von einem Zufallszahlengenerator, der mit 10 MHz getaktet ist und das Spektrum dort im hörbaren Bereich konstant ist, sollte man weißes Rauschen erhalten und wie man hört, bekommt man auch wirklich weißes Rauschen heraus. Also man kann diese Zufallszahlengeneratoren oder Zufallsbitgeneratoren ebenso als Rauschgeneratoren verwenden. Also für den Akustikbereich erzeugen die halt weißes Rauschen und zwar in diesem Fall auch in Stereo. Also jedes Bit abwechselnd dann einmal links, einmal rechts ausgegeben und man hört das dann auch, wenn man direkt davor sitzt, das ist halt ein Stereo, das Rauschen. Also man kann es auch als Störsender verwenden, weil das setzt sich natürlich auch im Frequenzbereich weiter fort, nach oben hin. Das sind dazu die Intensität abnimmt mit höherer Frequenz, aber man merkt es auch, wenn man so ein Gerät einschaltet, dass man im selben Raum kein Radio mehr hören kann. Es gibt auch entsprechend viele Anwendungen, sogenannte Korrelationsverfahren, die auch Rauschen einsetzen, beispielsweise Rauschradar. Ja, ist jetzt etwas kurz gefasst, der Vortrag, dann kommen wir jetzt mal zu den Fragen. Wie sieht es aus mit Hardware-Rauschen, wie Standard-Dioden, Zone-Dioden etc. aus? Ja, das gibt es natürlich auch, also dieses Hardware-Rauschen durch Zener-Dioden und etc. Nur das Problem ist halt, dass das Hardware die altert. Da muss man aufwendig nachbearbeiten und vor allem, die liefert primär, bestenfalls kurzzeitig eine perfekte Gleichverteilung. Aber ich wüsste jetzt auch keine Hardware, die wirklich Zufallsbits liefert, die man nicht nachbearbeiten müsste. Weil das Problem, selbst wenn man jetzt das klassische Beispiel nimmt, Geigerzähler, der liefert dann zwar gut zufällige Ausgangssignale, aber man braucht halt erstens eine Quelle, damit überhaupt was liefert, so also nennenswerte Anzahl. Und das andere ist halt, der Müller-Zero hat auch eine endliche Lebensdauer, es altert auch. Zudem altert das radioaktive Präparat. Man kann natürlich eins nehmen, das eine Halbwertszeit von mal ein paar Milliarden Jahren hat, so Thoriumdioxid ist es jetzt hier. Aber das Rohr, das altert vor allen Dingen. Das hat noch eine endliche Lebensdauer, die Hersteller geben an halt 10 hoch 12 Pulse, also 1000 Milliarden Pulse. Wenn man halt etwas im Bereich von Megabit pro Sekunde braucht, dann hält das nicht mal eine Stunde. Ja, die altert ja auch. Ja, aber das Problem ist halt, dass es Hardware, die altert, die hängt ab von der Temperatur, von der Versorgungsspannung. Ja, aber das ist halt ein Riesenaufwand.
Also ich habe mir sowas mal überlegt, auch mal angefangen zu basteln, aber habe festgestellt, dass eigentlich das, was ich möchte, eigentlich etwas haben, was digital ist, wirklich was man auch integrieren kann in einem Controller. Also ich... Geht aber nicht, das ist... Hallo? Ah, jetzt geht's. Bisschen leiser. Also muss ich laut brüllen, dann hört man auch was. Okay. Also ich weiß zum Beispiel von Leuten, die in der Firma das gebaut haben, da ging es um so sicherheitsrelevante Sachen. Da wurde eine Zennerdiode genommen, Analog-Digitalwandler und einen Regler, um halt die Verstärkung zu verstellen, und man hat das abgesampelt und als Zufallszahlenquelle genommen. Das Ganze schön eingepackt in eine Weißblechbüchse, die Versorgungsspannung gut entkoppelt, und das erzeugt sicherlich sehr gute Zufallszahlen. Weil mit diesen Gattern, die jetzt in einem IC sind, habe ich das Problem, dass die Oszillatoren voneinander abhängig sind, weil die Versorgungsspannungen sich gegenseitig leicht beeinflussen. Das heißt, ich habe Spezialisierungslagen, das heißt, dass diese Gatter, die 16 Gatter, die da in diesem 74er Baustein drin sind, die beeinflussen sie dadurch, dass dann nämlich Querströme durch die Spezialisierungslagen fließen, sodass diese Oszillatoren leicht gekoppelt sind. Ja, das ist ein Problem dabei. Ja, die ist natürlich leicht gekoppelt, aber das habe ich ja auch extra mit der Partik dazu gezeigt, man muss halt viele davon nehmen. Und ich habe auch festgestellt, die schwingen auch relativ unabhängig. Also das vergleicht die zwei Kanal-Oszilloskop, dann sieht man halt, dass sie fast unabhängig voneinander sind. Das heißt, sie sind zwar gekoppelt, aber nicht vollständig. Das heißt, zum Beispiel schwingt der eine mit 80 MHz, der andere mit 90. Oder zumindest 89. Gut, aber deswegen, ich wollte eigentlich sagen, dass mir ging es eigentlich darum, dass man mit Zener-Dioden viel breitbandigeres Rauschen machen kann. Also die rauschen bis in den Gigahertz-Bereich. Und wenn man das entsprechend hochfrequent absampelt, hat man ein sehr gutes Resultat. Ja, das ist, was ich jetzt genannt habe, das ist ja alles reine digitale Logik. Und sowas gibt es inzwischen bis in den Terahertz-Bereich hinein. Also zumindest einzelne Transistoren, die im Terahertz-Bereich arbeiten, also mit ECL-Logik im Gigahertz-Bereich. Ja gut, CPU ist ja ein CMOS, ja auch schon im Gigahertz-Bereich. Und das ist eigentlich egal. Man braucht ja letztlich nur sowas Einfaches wie einen Ringoszillator Länge 1. Irgendetwas, was halt vor sich hin oszilliert. Da kann man auch was anderes nehmen, was vor sich hin oszilliert, was nur halt möglichst starkes Phasenrauschen haben sollte. Und das Signal reicht schon aus. Da muss man natürlich dann letztlich Modulo 2 Addition machen, wenn man halt wenig hat. Jetzt an Rauschen. Und man es halt dadurch ausgleicht, dass man entsprechend viele Zufallsbits nimmt. Das ist ja das Schöne daran, dass das Ganze digital ist. Man kann also auch eine CPU nehmen, beispielsweise 10.000 Gatter hinpacken, die nichts anderes machen. Sowas kann man deshalb auch in eine CPU unterbringen. Also man hat natürlich den Systemtag, der stark einkoppelt in einer CPU, aber auch in einer CPU ist sowas möglich, dass man so etwas realisiert. Ja, man kann es natürlich auch mit FPGA und Mikrocontrollern machen. Da gibt es natürlich viele Möglichkeiten. Also schön ist eigentlich, dass einem die Mathematik in dem Fall sagt, man kann es auch in eine CPU integrieren. Also für vielleicht 1 Cent pro CPU oder weniger. Weil man hat ja inzwischen hunderte Millionen Transistoren pro CPU heutzutage. Und für diese Zufallszahlengeneratoren bräuchte man vielleicht 10.000. Also fast nichts. Okay. Ja, damit sind wir auch beim Ende. Ja, kleiner Nachtrag. Die Links, die angegeben sind auf der offiziellen Seite, die sind inzwischen veraltet. Aber die Links, die ich hier genannt habe, also in dem offiziellen Vortragsdokument, die sind aktuell. Weil einige sind inzwischen tot von den ursprünglich genannten Links, die auf der offiziellen Seite dieses Kongresses sind.